Moin, ihr Kampfzwerge. Wunderschön, dass OBS mir gerade eine Fehlermeldung zeigt. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Marvel's Avengers. Ihr Lieben, wir sind Iron Man, Tony Stark. Nice, oder? Einer meiner Lieblingscharaktere. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wie aufregend. Ey, bis mehr Begeisterung, ne? So eine gewisse Zuneigung bekommt man nicht alle Tage. Da unten ist eine Kiste. Da möchte ich definitiv mal hin und nachgucken. Wir müssen ja so oder so runter, ne? Ja. Wir gucken einfach mal, wo das große Stück ist. Und haben Fragmente. Ich glaube, da hinten, wo es so komisch blinkert, das dürfte es sein. Das ist ja schon ein bisschen auffällig. Warum wird hier gespeichert? Kommt jetzt irgendwas? Warum hat eigentlich Tony Stark seine Rüstung nicht mehr? Hat er sie verkauft bei eBay? Hofft man oh nicht, ja, ne? Das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Na dann ran da. Einmal anfassen und gut ist. Wenn ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiatorkerne. Moment. Haben die größeren Aimbots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Oh, wir machen jetzt Blanz bald. Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache. Bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Hey, jetzt bin ich auch noch Papa geworden. Wo sie auch immer sein möge, muss ich wieder zurück? Muss ich in ihr Zimmer? Muss ich hier lang? Das ist, glaube ich, der Trainingsraum. Wenn ich das jetzt so richtig weiß, vielleicht ist sie ja draußen. Wir gucken einfach mal, ich will nämlich die Kiste haben. Ist etwas zum Sehen. Ich habe im Leben genug Wüste gesehen. Ich will das Ding in die Luft kriegen. Ja, ist da hübsch. Bisschen kahl und rustikal, aber hey. Heck, ne? Gut, dann wollen wir mal zum Kamel. Und mal schauen, wie es ihr geht. Ja. Mehr sag ich dazu nichts. Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Sie, Sir. Natürlich. Oh, na scheiße, ne? So, lasst mal kurz schauen, was wir jetzt hier haben. Eine 7. Tapferkeit. Widerstand. Das ist nichts. Wir haben aber eine 8 ausgerüstet. Ich glaube, das brauchen wir nicht uns angucken. Warte mal, was haben wir hier? Macht. Hohe Betäubungsschaden durch leichte Combo. Entschlossenheit. Höhere Betäubungschancen durch Powerangriff. Leute, das ist so viel. Ich habe keine Ahnung, ne? Scheiß drauf, macht's ran. Gucken wir einfach. Wo war denn nochmal ihr Zimmer, sagt mal? Oben, ne?
Dann betrete ich jetzt also das Zimmer eines Teenagers. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Da steht sogar ihr Name schon drauf, ne? Karl. Wow. Hey. Tut mir leid. Klopf doch an. Ich hab's versucht. Das ist eine Klopffaust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crew-Quartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du. Mann. Nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Matours Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster? Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Bikini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt du? Das ist cool. Ich denke, ich sollte was anderes anziehen. Warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das meine ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einem ans Herz. Hey, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs. Ich werde mir auch ein hellen Kostüm basteln und werde Ringesocken anziehen. Nice. Gut, wir werden einfach mal zu Bruce gehen. Oh, hi. Es ging jetzt schnell. Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung. Nice. Ah, gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer. Ich glaube, da wussten die Entwickler auch nicht, was sie da gerade machen. Deswegen haben sie den einfach unterbrochen. Langsam erwacht hier alles wieder zum Leben, was? Willst du ein Kompliment hören? Nein. War nur eine Feststellung. Eigentlich doch. Bitte ein Kompliment. Ich will ein Kompliment jetzt hören. So, was haben wir hier? Nichts Besonderes, oder? Die Tür dürfte jetzt auch aufgehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir gehen... Sieht da hinten leicht komisch aus. Ah. Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. In meiner alten Werkstatt ist alles, was wir brauchen. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Wärmesignaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald sie bereit sind. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. Yay, das hört sich ja nach sehr viel Spaß an. Aber erst einmal schauen wir uns hier um. Oh, was haben wir denn da? Das leuchtet so schön. Ja, nein. Für das Projekt bin ich noch nicht bereit. Okay, dann nicht. Dann ziehe ich mich wieder zurück. Aber für die Kiste bin ich bereit. Die nehme ich mit. Und wir haben eine weitere Rüstung. So, da. Sir, wenn Sie bereit sind, der Einsatztisch? Ja, tut mir leid. Bin gleich da. Bin doch schon da. Ich bin doch schon auf dem Weg. Die Kiste ist halt wichtig. Die brauche ich halt. Kann ich nicht hier rüber hüppeln? Ich meinte, ich mache Maschinen tot und Aliens und so und kann nicht darüber hüppeln. Ich kann kaum glauben, dass sie dieses Ding gefunden haben. Du fehlst mir, Kumpel. Der lebt noch hundertprozentig. Der war betäubt und ja, halt so, ne? Ja,
sehr schön. Ich würde einfach mal eben nachgehen. Dahin, oder? Rüstungsjagd, da machen wir einfach. Kommt. Missionskraft 1 zu wenig. Ja. Scheiß drauf. Wird schon klappen. Hätte ich jetzt. Oh, ich hätte mir vielleicht noch einen mit dazu wählen können. Ich trottel. Upsi. Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Leider ist es extrem gut. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen. Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Ich wollte jemanden mitnehmen. Verdammt. Wir müssen schnell sein. Aktualisiere ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Oh. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Alles. Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Warum hat er angehalten? Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Das Karma ist nicht mein Freund. Du sollst nicht anhalten, du sollst schneller fliegen. Oh, ja. Die Rüstung schlägt sich tapfer. Ja, ja. Sie nennen das wirklich ernsthaft eine Rüstung? Das ist witzig. Mach die KI frech, habe ich gesagt. Das wird lustig, habe ich gesagt. Alter! Der Aufzug führt zu dem Landeplatz, den wir brauchen. Okay. Sieh dir das an. Gegen welchen Staat will AIM in den Krieg ziehen? Diese Munition ähnelt ebenfalls ihren Entwürfen. Kann ich die explodieren? Da will man sie doch gleich in die Luft sprengen. Ziemlich. Oh, ich hätte wahrscheinlich niemanden mitnehmen können. Wow. Die treffen. Ich wollte gerade ausweichen. Warte, es ist so viel hier. Es ist so viel los hier gerade. Ich sollte erstmal die von. Begebe mich in Reichweite. Ah, Candy, warst du das? Gut, ich hab's. Ich habe gerade in diesem Augenblick aus. Hallo? Oh, ja, wartet.
Alter, ich muss mal kurz. Schüssi, ich stelle mich gerade an wie der erste Weltmensch. Oh. Na, das nehme ich mal kurz mit. Oh, ich brauche mal kurz eine Pause. Nein, sie sind keinesfalls. Komm schon, sie. Ja, danke. Das war ein Headshot. Wir gehen mal kurz hin. Ich schlag mal kurz K.O. Ja, besser. Und bitte, du bist der Letzte noch. Gehen Sie in den Aufzug. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Nein, ich hätte es natürlich voll locker hinbekommen. Ich zerstöre hier erstmal alles. Ich hasse alles. Ah. Sehr schick. Also haben wir doch ganz gut hinbekommen. Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ich habe auch kein bisschen an mich gezweifelt. Ich frage mich, wie er diese Rüstung gebaut hat. Okay, ich sag dazu einfach mal nichts. Holen wir das Landungsschiff und hauen ab, bevor AIM große Geschütze auspackt. Buchstäblich. Ich stimme Ihnen zu, Sir. Dr. Tarleton würde mit Sicherheit nur zu gerne auf Ihrem Grab tanzen. Danke, Jarvis. Jetzt habe ich das Bild von George im Kopf, wie er auf meinem Grabstein herumhüpft. Verzeihung, Sir. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich habe den Tanzmann auch im Kopf. Das Landungsschiff müsste direkt vor Ihnen sein. Hey, ist hier doch recht gemütlich. Danke, dass du es gesagt hast. Und somit wird's absolut ungemütlich. Ich finde diese Ansammlung gelagerter Waffen verstörend. Haben wir schon die Position des Landungsschiffs? Leider nicht. Wo zur Hölle ist mein Landungsschiff? Scan läuft. Das Landungsschiff wurde an eine sichere Position gebracht. Wir können es nicht vor dem Start erreichen. Doch, wenn wir die Rüstung um 300% überlasten und den direkten Weg nehmen. Sir, Sie könnten buchstäblich explodieren und diese Schlucht ist gefährlich. Schon, aber ich brauche die Geschwindigkeit. Vorwärts, Goose, und spiel was Schnelles. Urheberrechtsmäßig? Wow! Bin ich ein bisschen schneller, sag mal? Bitte tötet mich nicht! Ihre Rüstung hält nicht ewig. Diese Rüstung ist alles, was ich noch besitze, nachdem George Golden Acres niedergebrannt hat. Das können ich werde sie nicht aufgeben. Au, ich bin gegengeflogen. Die Handschuhe machen komische Geräusche. Ich bin auch komische, sie haben das bin ich. Ich habe einen akustischen Dämpfungsschaltkreis verloren. Weiter, Sir. Jarvis, jetzt kann ich den A-Day wieder gut machen, der Kleinen helfen und ganz ehrlich, es Georgie Boy zeigen. Natürlich mache ich weiter. Könnte auch nebenbei schießen, aber. Das Landungsschiff fährt hoch. Ups, ich wollte einfach mal diesen Vorsicht, Knopf. Ihre Artillerie visiert sie an. Ich wollte einfach mal diesen Achtung. Knopf drücken. Okay. Wow. Oh. Oh. Vielleicht sollte ich mal gelegentlich B drücken. Das Landungsschiff ist geschützt. Löse mit der restlichen Energie der Rüstung einen EMP aus, wenn ich in der Nähe... Ja, drücke LB um... Ja. Das ist voll verwirrend. Geschafft. Jarvis. Ja, Sir. Ich habe das Landungsschiff gescannt. Es enthält die für die Reparatur der Fertigungsmaschine erforderlichen Teile. Ausgezeichnet. Sehen wir jetzt nach den Kindern und dann ab nach Hause.
War's das schon? Ging ja ziemlich flott. Wow. Missionsbelohnung. Ist das jetzt gut? Ich habe schon wieder was bekommen. Hallo? Ich würde es auch sehen. Bruce, Kamala, hört ihr mich? Laut und deutlich. Bruce ist im Harmraum und tut so, als wäre er... Ich will's gar nicht wissen. Und hattest du Glück da draußen? Klar. Bald haben wir alle neue Outfits. Die Fertigungsmaschine dürfte im Handumdrehen wieder laufen. Klasse. Ich kann's kaum erwarten, Bruce eine neue Yogahose zu machen. Ich werde einfach mal weiter... Wartet mal, Charakterdings. Lasst uns mal hier gucken, was wir hier noch haben. So. Großer Fehler, aber was soll ich denn hier drauf? Ja, keiner. So kacken dreist, ach, merkt doch eh keiner. Das ist ja leicht lila, ne? Mach mal die Widerstandsfähigkeit. Wir brauchen die momentan, denn ich bin ziemlich schludrig unterwegs. Widerstand sollten wir eigentlich allein uns von Schaden einer Explosion. Ja. Sehr schön. Nicht gegenklopfen, das könnte kaputt. Wir rüsten einfach mal das auf. Das ist maximal gelevelt. Das kann ich nicht leveln. Ich würde sagen, wir ziehen weiter. Hat das jetzt gemacht? Ich habe gerade 10-mal drauf meinen A-Knopf gedrückt. Der wollte gerade nicht. Die Chimera. Minus 0. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt gut? Alter? Hilfe? Warum spricht keiner mit mir? Oh, das hat Spaß gemacht. Es ist schön, wieder im Sattel zu sitzen. Ja, Sir. Sie haben nichts verlernt. Ah, das Schmeichelei-Upgrade funktioniert. Werfen wir einen Blick auf unsere Beute. Ah, das ist der Jackpot, Kumpel. Genau das brauche ich für die Reparatur der Fertigungsmaschine. Freut mich zu hören. Vor allem, da ihre aktuelle Rüstung derzeit, wie sagt man, kaputt ist. Hey, er hat funktioniert, oder? Diese Tech kam mir gleich bekannt vor. Das alles basiert auf meinen Entwürfen. Manches ist sogar identisch. Sie nutzen die Übernahme der Stark-Tech wirklich voll aus. Ich hatte gehofft, sie lagern das Zeug nur ein. Wie kann man sein... Egal. Ja, und hi. Was soll ich jetzt hier machen? Wieder zurück? Ich laufe jetzt einfach mal wieder zurück, ne? Zu dem Raum, wo wir hingehen müssen. Was haben wir denn hier? Schau ich das an? Ist das ein Shop? Komme ich da rein? Will mich ankleiden und so. Es sieht aber schwer danach aus, dass wir da nicht reinkommen. Auf jeden Fall, der Shop hat jedenfalls sehr pünktlich eröffnet, damit wir auch ja Geld verdienen. Falscher Raum, wir müssen da unten hin. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir irgendwas machen können, ne? Ich habe nämlich jetzt gerade keine Ahnung, wohin wir müssen. Da. Danke. Verschiedene Aktivitäten gewähren Muster. Muster können von der Fertigungsmaschine an Bord des entschlüsselt und für die Herstellung von Outfits genutzt werden, um das Aussehen von hinzu. Oh, jetzt wird's auch noch richtig schön. Ein Outfit natürlich. Hauptsache, die Outfits funktionieren nie wieder ein Muster. Ich bin angemalt.
Ich habe jetzt eine Farbe. MacGyver macht das kacke Scheiße. Ne? Alles klar. Das ist schon besser. Sehe ich nicht toll aus, Jarvis? Mach ein Foto. Gute Arbeit, Sir. Nur doof, dass wir hier keine Kameras haben. Angriff und ultimative Hände sind jetzt freigeschalten. Sehe ich da gerade einen ganz großen Helm? Die Fähigkeit hat... Was konnten wir denn alles freischalten? Was ist das? Oh ja, das könnte auch gut sein, aber was haben wir denn hier? Definitiv ja. Oh, das ist auch nicht... Einmal rundherum, ne? Ich glaube, das will ich haben, aber ich muss erstmal die anderen lernen. Das ist für die Luft. Das alles haben. Das ist gut gegen Schäder, ne? Komm, wir nehmen das. Nämlich das Teil könnte gegen Schädtypen sehr gut sein. Das werden wir uns als nächstes holen. Sie an, wie sie hätte dann, ne, um es zu erfassen und wechsel mit zu den Lesen. Ach, scheiße. Die Missionsreihe mit dem siegbaren Iron ist jetzt verfügbar. Weder am Einsatztisch. Ja, die. Endlich bin ich wieder der Alte. Ich konnte etwas Energie nicht nur auf die Fertigungsmaschine, sondern auch auf andere Bereiche wie den Inventartresor umleiten. In Ihrem Tresor ist veraltetes Equipment, Sir. Soll ich es verbrennen? Was? Nein, das ist kein Müll, Jarvis. Das sind meine Sachen. Ich sehe mir das an. Wie Sie wünschen. Das hier? Im oberen... Ach du Scheiße, was bekommt der Junge denn noch? Alles, ich komme doch durcheinander. Inventarlagerung. Da werden überschüssige Ausrüstung und Artefakte gelagert. Ausrüstung und Artefakte. Kann bis zu 300. Und warum soll ich mir jetzt warum soll ich jetzt Panik machen? Kann mir das mal einer sagen? Warum soll ich jetzt Panik machen? Siehst du? Kein Müll. Korrekt. Gewiss bewahren Sie hier noch viele andere Schätze auf. Sir, einige Vertreter unserer Freunde bei S.H.I.E.L.D. sind jetzt an Bord der Chimera. Agent Morales ist im Command Nest. Möglicherweise kann sie mit den Teilen für die Chimera helfen. Klasse. Ich freue mich, Sie zu treffen. Na dann, das werden wir noch machen, ihr Lieben. Und dann heißt es... Pause. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts, aber Pause. Oh. Willkommen zurück, Avenger. Ich habe was Neues für Sie. Ich dachte, Ada steht gerade vor mir. Hallöchen. Ich habe gehört, S.H.I.E.L.D. ist im Haus. Ich bin Agent Alessandra Morales. Ab sofort bin ich Ihr Kontakt zu S.H.I.E.L.D. Falls Sie Kapazitäten frei haben, kommen Sie zu mir. Es gibt einiges zu tun. Schön, Sie kennenzulernen, Morales. Ich muss ein paar Teile finden, um das alte Mädchen hier flott zu machen. Vielleicht kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nebenbei meinen alten Freunden von S.H.I.E.L.D. helfen. Das hier brauchen wir. Kriegen Sie das hin? Und urplötzlich ist S.H.I.E.L.D. aufgetreten, wobei wir schon den Anfang gemacht haben, aber egal. Gruppierungsaufträge sind Aufgaben, die bei mir machen werden. Hast du genügend Gruppierungs-XP erhalten, wird dein... Sorry, ich habe gerade gegähnt. Oh, sorry. Gruppierungs...
Okay. Zwei. Sehr gut. Ach, das soll ich jetzt machen. Läuft ab. Nee. Gut gemacht. Sie ahnen nicht, wie sehr das hilft. Sir, ein neuer Shield-Mitarbeiter ist zu uns gestoßen. Sie finden ihn im Gemeinschaftsbereich. Oh, warte, was? Verwirrt mich doch nicht. Das ist sehr. Ach nee, das ist Gemeinschaftsbereich. Sir, nur für den Fall. Ihr altes Zimmer ist noch intakt. Ja, da werde ich jetzt auch mal reingehen, ne? Lippen. Wo auch immer mein altes Zimmer ist, ist wahrscheinlich oben. Ich guck gerade, da ist es nicht. Ist das Schiff wirklich so klein, dass nur die Avengers ein Zimmer hier drin haben? Hat jetzt nicht irgendwo das... Guck mal! Hier! Unser Zimmerchen. Hier sieht's ja aus. So haben sie's verlassen. Als ich auf der Ranch gelebt habe, hat es Jahre gedauert, bis ich nicht mehr laut mit dir geredet habe. Jarvis macht Kaffee, Jarvis leert den Abwassertank, Jarvis, wo sind meine Socken? Es freut mich, dass sie ohne mich überlebt haben, Sir. Es ist schön, wieder da zu sein. Oha. So, die Kiste nehmen wir natürlich mit. Ja? Nein? Jetzt aber. Nein? Jarvis, kannst du diese ganzen Memos für mich lesen? Und fang jetzt nicht mit regelmäßiger Wartung an. Ich weiß, dass du mich hörst. Ist wie Beutelchen. Stumm stellen. Nichts sagen. Ich hatte doch hier eine Reserve. Könnte möglich sein. Ich habe aber keine gesehen. Hauptsache, die Toilette ist noch funktionstüchtig und ordentlich. So, wir gehen. Einmal da hinten hinter ist irgend so ein komischer Punkt am Horizont. Hallo. Neuer Look gefällig? Ich kann helfen. Da will jemand meine Kaffeeversorgung sichern, richtig? Bist du? Kenne ich dich? Kenn Mrs. Marvel absolut gar nicht, ne? Okay. Oh, guck mal, wir können uns dunkel machen. Das wäre ja voll Kallis Fall, ne? Spezialoutfits. Ja, ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ich werde erstmal ein bisschen sparen. Oder kosmetische Dinge. Wahrscheinlich. Genau. Schade. Nächstes Mal vielleicht? Agent Levine ist auf dem Hangardeck. Falls Sie kurz Zeit haben, kann er Ihnen vermutlich bei der Optimierung Ihrer Ausrüstung helfen. Da lang, oder? Wo ist ein Hangardeck? Sind wir ja eigentlich, ne? So, Kumpel Blase. Oder ich bin voll falsch gelaufen. Ah, da vorne. Habe ich gar nicht gesehen. Hast du da Waffen für mich? Oh, hier drüben. Ich bin doch schon bei dir. Levin lebt, um zu dienen. Jetzt mache ich mir leicht Sorgen um dich. Ihr Kopierungsrang steigt durch das Sammeln von Kopierungserfahrungen in einer höheren. Ja, oh. Auf jeden Fall hier können wir auch noch mehr Sachen holen. Was wir momentan nicht machen nichts können. Diesmal? Auch okay. Sir, meine Wärmesignaturen-Scans haben zwei potenzielle Quellen für Initiatorkerne ausgemacht. Potenziell?
Warum potenziell? Leider ist es wegen der AIM-Sicherheitssysteme nicht möglich, die tatsächliche Quelle der Wärmesignaturen auf diese Entfernung zu bestimmen. Ja, noch ein Wort, das mir nicht gefällt. Okay, verdoppeln wir unsere Chancen. Bruce, Kamala, kommt zum Einsatztisch. Wir sind unterwegs. Und wir definitiv auch. Aber ihr Lieben, wir rennen hin und dann werden wir eine wunderschöne Folgenpause machen. Ja, so sieht's aus, ne? Ja. Ich werde gleich den Knopf drücken, der vor mir ist. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns auf jeden Fall nicht nur einen kleinen... Verdammt, schade. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Filmsequenz bekommen und dann aus Versehen irgendwo hingeschmissen werden. Naja, eigentlich... Ja komm, wir gehen einfach mal ran, quatschen mit denen und dann... Will ich halten. Wie sehe ich aus, Kleiner? Präsentabel? Nein. Charmant? Du bist jetzt sauberer. Und du riechst viel besser. Autsch. Ich hatte auf einen besseren ersten Eindruck gehofft. Nein, nein, war schon ziemlich gut. Du hast viele Punkte bei der Nummer mit der Schrottrüstung gemacht. Ich kann noch mit ihm quatschen. Na genau. Schön. Danke für deine Hilfe, Tony. Siehst du, war gar nicht so schwer, oder? Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich hoffe, das Spiel hat abgespeichert. Ich werde hier eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.